Meine Damen und Herren, ich begrüße herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Pressekonferenz mit dem Leiter der Staatskanzlei, Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann, mit dem Wissenschaftsminister Bernd Siebler und mit Frau Professor Dr. Sabine Döring-Manteuffel, der Präsidentin der Universität Augsburg und Vorsitzende der Universität Bayern e.V. Frau Professor Bettina Reitz, Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film in München und Vorsitzende der Landeskonferenz der Bayerischen Kunsthochschulen, sowie Herrn Professor Dr. Walter Schober, Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt und Vorsitzender von Hochschule Bayern e.V. Herr Staatsminister Dr. Herrmann, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung, wie Sie an den anwesenden Professorinnen und Professoren, Präsidentinnen, Präsidenten und dem Wissenschaftsminister sehen können, stand heute das Thema Hochschulinnovationsgesetz ganz stark im Fokus unserer Kabinettsberatungen. Aber natürlich war auch das Thema Corona, wie immer, Gegenstand. Heute in erster Linie dadurch, dass wir die Lage besprochen haben, auch mit Blick auf Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgaden, die Entscheidungen und Anordnungen von gestern. Insgesamt kann man sagen, die Lage insgesamt ist nach wie vor stark besorgniserregend in Bayern, in Deutschland, europaweit, letztlich weltweit. Niemand bleibt verschont. Wir hatten seit gestern 1.166 Neuinfektionen mehr in Bayern, leider auch 7 Menschen verstorben. Die Lage insgesamt ist geprägt, also europaweit geprägt von sehr hohen Inzidenzen, die ja immer dazu führen, dass man die Besorgnis der Überlastung des Krankenhaussystems hat. Wir hatten ja, oder Sie hatten ja davon berichtet, dass aus Tschechien und anderen Ländern bereits Anfragen kommen, weil man dort schon damit rechnet, dass es zu einer Überforderung kommt. Das ist für uns natürlich nach wie vor die oberste Priorität, eben genau dieses zu verhindern, letztlich auch einen Lockdown zu verhindern. Das heißt, wir wollen natürlich Schule, Kindertagesstätten und das Berufsleben offen halten, was aber bedeutet, dass wir im Übrigen entsprechend konsequent sein müssen. Darum haben wir auch das Monitoring mit den entsprechenden Maßnahmen ab der Überschreitung bestimmter Signalwerte. Und wir haben jetzt so Stand heute, beziehungsweise Stand gestern Abend, wenn ich es richtig sehe, in Bayern 28 Kreisverwaltungsbereiche, Landkreise oder kreisfreie Städte, die den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen überschritten haben und 29, wo der Signalwert von 35 überschritten wurde. Das ist eben deshalb wichtig, weil eben dort dann die damit verbundenen verschärfteren Maßnahmen, die wir ja letzten Donnerstag beschlossen haben, greifen, immer mit dem Ziel, letztlich diesen Inzidenzwert wieder zu drücken. Wir haben natürlich, wie wir alle mittlerweile ja gelernt haben, immer diese 10 Tagesperioden, in denen man die Maßnahmen auch wirken lassen muss. Aber von daher ist es auch richtig, sie zu ergreifen, weil nur dann können sie wirken. Die Maßnahmen von gestern, die die Kreisverwaltungsbehörde, der Landrat von Berchtesgadener Land ergriffen hat, begrüßen wir. Die waren richtig und notwendig. Denn dort war ja der Inzidenzwert schon so dramatisch, dass es wirklich notwendig war, auch entsprechend deutliche Maßnahmen zu ergreifen, um letztlich Kontakte zu unterbinden. Denn die Kontakte sind ja letztlich das Futter des Virus, immer wieder sich weiter zu verbreiten. Und wenn man die eben stark einschränkt durch die ja doch sehr weitreichenden Maßnahmen im dortigen Landkreis, dann kann es gelingen, die Inzidenz auch wieder zu drücken, sprich dieses Infektionsgeschehen wieder deutlich zu verlangsamen. Das ist ja die Logik, die hinter dem allen steckt. Aber mit den Maßnahmen, die da ergriffen wurden, die halten wir für richtig und auch für zielführend. Das war das heutige Thema Corona. Und jetzt und anschließend haben wir uns mit dem Hochschulinnovationsgesetz beschäftigt, das ein wirklicher Meilenstein sein wird. Kollege Siebler wird es gleich ausführen.
Also es geht da wirklich um einen neuen Schritt in der Befreiung, in der Entfesselung der Hochschulen, der Universitäten und Hochschulen in Bayern. Nach der großen Reform im Jahr 2006 wird es jetzt die große Reform sein, die der heutigen Zeit angemessen ist, dem Anspruch, den wir haben, was die Modernität der Governance in den Hochschulen betrifft. Und viele dieser Fragen. Es ist klar, das europäische Wissensdreieck besteht aus Forschung, Lehre und Transfer, denn die Universitäten und Hochschulen sind die Dienerinnen unserer Gesellschaft, eben über den Bereich der Forschung, der Lehre, aber auch des Transfers. Transfer heißt übrigens nicht nur im klassischen Sinne Transfer in die Wirtschaft hinein, in die Unternehmen hinein, sondern natürlich insgesamt Transfer in die Gesellschaft, was soziale, technologische, ökonomische, ökologische und kulturelle Fragen, Innovationen und geistigen Fortschritt betrifft. Und dadurch, dass sich die Hochschullandschaft weltweit verändert hat in den letzten Jahren, bleiben wir davon auch nicht verschont. Unser Ziel ist natürlich immer, die klügsten Köpfe an die bayerischen Hochschulen zu bringen, um ganz vorne dabei zu sein beim Fortschritt, beim technologischen Fortschritt, aber auch beim Fortschritt in allen anderen Wissenschaftsgattungen. Und wir stehen da im klaren internationalen Wettbewerb. Und das Streben nach den klügsten Köpfen bedarf eben auch der Strukturen, die in dieser Zeit modern aufgestellt sein müssen, was die Governance betrifft, was die Attraktivität der Hochschulen und Universitäten betrifft, natürlich auch das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf der einen Seite, den Universitäten. Da ist doch vieles, vieles ganz anders, als es noch vor 20 Jahren war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Eckpunkte, die heute vorgestellt wurden, im Kabinett, die wir auch beschlossen haben, die Grundlage sein werden für das neue Hochschulinnovationsgesetz, ein echter großer Wurf sind, ein richtig großer Sprung in die Zukunft unserer Hochschulen und Universitäten. Vielen Dank. Herr Staatsminister Siebler, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen einen begeisterten, weil genetisch vorgeprägten Minister der Staatskanzlei und Sie sehen einen stolzen, zufriedenen Wissenschaftsminister, weil wir in der Tat jetzt die Eckpunkte auf den Weg gebracht haben. Eckpunkte, der erste Schritt jetzt im Gesetzgebungsverfahren, das sich natürlich anschließt. Dieses Gesetzgebungsverfahren werden wir natürlich eng mit den verschiedenen Ebenen abstimmen, die jetzt hier heute mit an dem Podium mitstehen, natürlich mit den parlamentarisch Beteiligten. Und ich darf Ihnen zusichern, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass dieses Gesetz geprägt ist von Gestaltungswillen und Freiheit. Wir regeln nur das, was unbedingt geregelt sein muss. Und das ist der Anspruch, den wir für uns haben, dass wir viel Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten, Gestaltungsfreiheit an die Hochschulen und Universitäten abgeben und dass wir hier die Möglichkeiten eröffnen, sehr viel vor Ort zu regeln. Eingebettet ist diese Maßnahme, meine sehr geehrten Damen und Herren, in die Hightech-Agenda und die Hightech-Agenda Plus, eine bundesweit, ich möchte fast sagen europaweit zurzeit einzigartige Technologieoffensive. 2.500 Stellen, die am 1.4.2021 ausgeschrieben sein werden für die Universitäten, Hochschulen, Kunsthochschulen. Wir haben noch 1.240 Stellen, die im Haushaltsplan ursprünglich als einzuziehen definiert waren. Die werden in Hochschulen erhalten bleiben. Deshalb haben wir hier mit diesem Hochschulrahmen und diesem Innovationsgesetz eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Mehr an Personalstellen auszustatten. Und dafür brauchen wir die Kraft und den Gestaltungswillen der Universitäten und Hochschulen, die auch bereit sind, diesen Weg zu gehen und hier unglaublich Aufgaben auch mitzuleisten. Und ein weiterer wichtiger Teil ist jetzt die zentrale und eine umfassende Hochschulreform, denn die bayerischen Universitäten sind Motor und Entwicklung der neuesten Technologien. Und es geht darum, Freiheit und Eigenverantwortung zu stärken, damit wir Potenziale und Funktionen für die Gesellschaft in Zukunft noch besser ausschöpfen können. Es ist auch geprägt vom Gedanken, dass wir natürlich Lehren, Forschen, den Transfer haben und dass wir diese Dinge dann auch in die Gesellschaft bekommen, dass wir diese Dinge eben auch in einen wirtschaftlichen Mehrwert dann bekommen. Das soll heißen, dass wir uns natürlich auch Ausgründungen aus den Universitäten und HAWen mit wünschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten die Diskussion begonnen mit einem neuen Hochschulinnovationsgesetz. Es wird also ein komplett neues Gesetz geschrieben werden. Und das wird als Ziele haben eine erhebliche Verschlankung und Deregulierung und damit größtmögliche Freiheiten, um das Exzellenzstreben auch wirklich unterstützen zu können.
Wir stehen am Anfang des Prozesses, das will ich nochmal dick unterstreichen. Und wir hatten jetzt schon einen intensiven Austausch mit den Verbünden und weiteren Expertinnen und Experten. Und wir werden für die Ausarbeitung des Gesetzes diesen Sachverstand auch weiter nutzen. Wir haben gehört, Dreiklang, Forschung, Lehre und Transfer. Das sind die Eckpunkte. Da geht es um technischen Fortschritt, um Ökonomie. Wir werden aber auch die Ökologie ausdrücklich mitbetonen. Wir werden bereits die künstlerische Kreativität mit hineinstellen. Und wir werden natürlich auch sozialwissenschaftliche Fragen stellen. Wir werden natürlich auch die kleinen Fächer entsprechend berücksichtigen. Das will ich ausdrücklich sagen, die sogenannten Orchideenfächer. Um die ein oder andere Sorge, die ich in der Landschaft schon wahrnehme, auch gleich aufzunehmen und deutlich zu machen, dass wir die natürlich auch besonders im Auge halten werden. Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und Vielfalt, Internationalisierung, digitale Kompetenz, die kommen natürlich mit dazu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt steht ein Wissenstransfer in die Praxis. Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen in Wirtschaft und Gesellschaft sind entscheidend wichtige Dinge. Deshalb geben wir in diesen Eckpunkten neue Anreize für unternehmerische Betätigung der Hochschulen. Nicht Hochschulen als Unternehmen geführt, ganz ein wichtiger Punkt. Aber wir möchten natürlich schon, dass wir diese unternehmerische Betätigung ermöglichen, im Sinne von ersten Gründungsschritten für Start-ups an den Hochschulen. Wir werden den Professoren und Professoren ein Gründungsfreisemester ermöglichen. Ein ganz wichtiger Punkt, um das Know-how, das Fachwissen der Professoren und Professoren gerade auch in der anspruchsvollen ersten Gründungsphase von Start-up-Unternehmen zu machen. Wir arbeiten hier natürlich auch eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Und natürlich möchten wir auch Professoren und Professoren neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeiten auch unternehmerische Tätigkeiten leichter als bisher ermöglichen. Diesen Austausch, auch diese Rückmeldung aus der Praxis in die Forschungsstruktur, in die Lehrstruktur, ist ja ganz, ganz wichtig. Deshalb ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir bei der Weiterbildung, Erwerb von Teilqualifikationen für nicht an den Hochschulen originär angesiedelten Menschen mit ermöglichen, dass wir im Sinne von lebenslangem Lernen die Dinge deutlich erleichtern und verbessern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Lehre ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir geben mehr Freiheiten und Freiräume bei der Einteilung der Lehre im Sinne eines Gesamtdeputats, Gesamtlehrdeputats. Hier helfen natürlich die zusätzlichen Stellen, die zusätzlichen Positionen, gerade in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, eigene Forschungsprofessuren, die wir einrichten werden, die kapazitätsneutral sind. Das heißt, Menschen, die jetzt dann mehr forschen können, machen das nicht auf Kosten von anderen. Es wird also niemand mehr Lehre haben, weil andere jetzt mehr forschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir eben auch Ressourcen und finanzielle Dinge mitgeben an den HAWen, Frau Döring-Manteuffel, genauso wie an den Universitäten. Ganz wichtiger Punkt. Wir möchten natürlich im internationalen Wettbewerb attraktiver werden. Wir nehmen wahr, dass aufgrund internationaler Entwicklungen in Übersee es interessant und attraktiv ist, an den Standort Deutschland, an den Standort Bayern zurückzukommen. Deshalb kommt diese Hightech-Agenda genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben die zusätzlichen Stellen und möchten an der Stelle auch schneller werden, wenn es um das Berufungsrecht geht. Das war eine große, dringende Bitte aller Anwesenden hier, dass wir hier die Zeiten für Berufungen deutlich reduzieren. Wir übertragen das Berufungsrecht endgültig auf die Hochschulen. Wir schaffen Tenure-Track-Professuren, mit denen wir an der einen oder anderen technischen Universität hier in Bayern schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir eröffnen neue Qualifikationswege für Nachwuchsgruppenleiter und speziell an den HAWen führen wir eine eigene HAW-Nachwuchsprofessur ein, die hier auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich haben wir bei diesen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Mittelbau mit dabei. Hier geben sich natürlich auch ganz neue Karrierewege und vor allem durch die Vielzahl von fast 3.800 Stellen, wenn Sie alles zusammenzählen, auch eine nie dagewesene Planungssicherheit, gerade auch für junge Menschen, die akademische Laufbahn einschlagen möchten. Wir werden mehr fremdsprachige Studiengänge, vor allem englischsprachige Studiengänge, ermöglichen, um eben auch für Studentinnen und Studenten aus dem internationalen Ausland attraktiv zu werden, legen aber ausdrücklich Wert, das will ich dick unterstreichen, dass die Menschen, wenn sie bei uns sind, dann natürlich auch Deutschkenntnisse erwerben müssen. Auch das wird eine Aufgabe sein, die uns zählt. Und dass dann mein früheres Studienfach, die Germanistik, bei englischsprachigen Studienfächern nicht im Mittelpunkt stehen wird, sage ich der Vollständigkeit halber auch noch mit dazu. Ein besonders großes Anliegen hatten die HAWen, dass wir ein Promotionsrecht für besonders forschungsstarke Bereiche ermöglichen.
Also kein generelles, aber für die Teile der HAW, die besonders forschungsstark sind, und da haben wir Gott sei Dank schon sehr, sehr viele, soll hier eine eigene Promotionsmöglichkeit in der HAW mit ermöglicht werden. Neue Organisationsformen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir eröffnen die Möglichkeiten, dass Universitäten in der Regel reine Personalkörperschaften des öffentlichen Rechtes werden können. Ein bisheriges teilstaatliches Organisationsmodell soll weiter möglich sein. Das soll heißen, die, die es machen wollen, die können es machen im Sinne einer Option. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass natürlich mit der Umsetzung der Hightech-Agenda im Moment viel zu tun ist. Deshalb ist diese Optionsregelung sehr, sehr wichtig. Für uns ist aber noch wichtig, dass wir eben die volle Freiheit und mehr Selbstständigkeit auch gegenüber der externen Governance darstellen können. Universitäten sollen vermehrt noch stärker als bisher selbstständige Partner des Freistaates werden und auch mehr wirtschaftliche Selbstständigkeit bekommen, was in dem Körperschaftsmodell gut grundgelegt ist. Natürlich bleibt die Grundfinanzierung nach wie vor durch den Freistaat gesichert. Die Stellen, die ich genannt hatte, sind nicht zeitlich befristet. Das sind alles Dauerstellen, die wir hier benannt haben. Deshalb werden wir auch ein Globalbudget zur Verfügung stellen, um hier weiterhelfen zu können. Und in diesen Budgets werden wir auch auf die kleinen Fächer natürlich besonders achten. Ich will das hier nochmal unterstreichen. Wir werden eine stärkere Ergebnisorientierung mit Verpflichtungen über Entwicklungsplanungen und Zielvereinbarungen haben. Hier werden wir also auch letztlich die Steuerungsfunktion, die Gestaltungsfunktion übergeordneter Art des Ministeriums weiterhin mit innehaben können, aber natürlich in fairer Partnerschaft und einem guten Austausch, im Sinne, dass wir die strategische Entwicklung bayernweit besonders im Auge haben, aber das, was dann die Universitäten und Hochschulen selber fortregeln wollen, ist ja der nächste Punkt. Wir geben die Möglichkeit, volle Freiheit für die Binnenorganisation wahrzunehmen, eigenverantwortliche Binnenstruktur, die frei oder kaum gesetzliche Vorgaben vorfinden wird, also die Schaffung von eigenen Organisationssatzungen, natürlich im Rahmen der verfassungsrechtlichen Leitlinien. Auch das will ich verbindlich aufgreifen, auch da gab es schon Fragestellungen, aber wir wollen mehr passgenaue Organisations- und Leitungsstrukturen vor Ort entwickeln lassen. Die Freigabe der sogenannten internen Governance der Hochschulen entspricht einer wesentlichen Forderung der Hochschulen. Ich will aber erneut betonen, natürlich gelten die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Wir werden sicherlich kein Gesetz vorlegen, das verfassungsrechtlich angreifbar wäre. Und dann wollen wir im nächsten Schritt den wissenschaftlichen Nachwuchs stärken, Stichwort Karriereentwicklung, akademischer Mittelbau. Und wir werden einen Landesstudierendenbeirat anregen. Das heißt, dass die Studierenden als größte Gruppe an den Universitäten hier jetzt das auch im Gesetz verankert bekommen, was wir Menschen machen, nämlich dass wir einen intensiven Austausch mit den Studierendenvertretungen pflegen und dass wir hier eben dann ein Anhörungsrecht jetzt auch festlegen, keine verfasste Studierendenschaft, keine eigene Rechtspersönlichkeit, kein allgemein politisches Mandat, aber ein gleichberechtigter Partner, wenn es um alle Fragen der Hochschulgestaltung geht. Das war gerade im letzten Sommersemester, Stichwort digitales Semester, unglaublich wichtig, unglaublich notwendig, wenn es um die Frage von Anrechnungen, Regelstudienzeit und all diesen Dingen ging. Ich darf zusammenfassen, eine erhebliche Verschlankung und Deregulierung und damit größtmögliche Freiheit für unsere Hochschulen und damit etwas, wo wir deutschlandweit sehr gut unterwegs sind, nämlich Gestaltungswillen, Freiheit und damit auch das entfesseln, was wir brauchen, um aus dieser Corona-Krise auch mit dem Beitrag von agilen, kräftigen und starken Universitäten, Hochschulen und Kunsthochschulen rauskommen zu können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Professor Döring-Manteuffel, bitte. Ja, sehr geehrte Herren Staatsminister Dr. Florian Herrmann und Bernd Siebler, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen und den Mitgliedern des Kabinetts ausdrücklich dafür danken, dass die Universitäten heute ihre Leitgedanken für eine Hochschulreform im Rahmen der Ministerratsbehandlung einbringen und diskutieren konnten. Ich habe den Austausch als sehr konstruktiv und als sehr zielgerichtet empfunden. Es war eine sehr gute Gesprächsatmosphäre heute. Es wurde deutlich, dass uns alle ein großes Ziel gemeinsam verbindet. Wir wollen den Universitäten die große Chance eröffnen, national und international Spitzenpositionen zu erreichen. Das ist ein lang gehegtes Ziel und darauf werden wir hinarbeiten. Mit der Hightech-Agenda Bayern wurde dafür ein großer Aufschlag in den letzten Monaten getan. Und mit der Hochschulreform müssen wir nun die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit dieser eben auch sitzt.
Vor nunmehr einem Jahr habe ich bei der Unterzeichnung der Zielvereinbarungen gefordert, und das ist jetzt ein Zitat aus vor einem Jahr, dass wir gemeinsam neuen Mut fassen müssen. Den Mut, Wissenschaft neu zu denken. Den Mut, unsere großen Tanker, der komfortabel über Jahre in sicheren Gewässern lag, wieder in Fahrt zu setzen, auch wenn es mal bedeutet, durch riskante Gewässer fahren zu müssen. Ein Ausdruck dieses neuen Mutes müsste es sein, von wirklich kleinteiligen bürokratischen Lösungen wegzugehen, die uns wie Ankerketten am Grund halten und unsere Manövrierfähigkeit behindern. Ein weiterer Ausdruck dieses Mutes müsste es sein, dass wir partnerschaftliche Instrumente, die Autonomie und Handlungsfähigkeit der Hochschulen stärken, weiterentwickeln. So meine Rede zu den Zielvereinbarungen von vor einem Jahr. Die heute vom Kabinett verabschiedeten Eckpunkte bilden dafür eine gute Grundlage. Der Anker ist gelichtet. Ich kann Ihnen berichten, dass der Weg dorthin nicht immer einfach war. Die Universitäten haben sich jedoch in dem gesamten Prozess hindurch an drei für uns sehr zentralen Leitgedanken orientiert, wie wir sie ja auch schon in der Expertenanhörung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Bayerischen Landtags am 14.10.2020 und auch beim Gespräch mit Ihnen im Juli 2019 in der Staatskanzlei bereits eingebracht haben. Diese Leitgedanken möchte ich noch einmal kurz skizzieren. Erstens mehr Autonomie, zum Beispiel beim Erlass von Studiensatzungen, bei Zulassungsverfahren und auch bei Anmietungen. Das ist gerade wichtig für die Hightech-Agenda, denn da sind ja sehr viele Mitarbeiter und Professoren drin involviert. Zweitens mehr Dynamik, zum Beispiel bei der deutlichen Beschleunigung von Berufungen oder von Bauvorhaben. Das haben wir heute in der Ministerratsbehandlung besonders stark gemacht. Drittens mehr Differenzierung, zum Beispiel durch Einführung zahlreicher Optionen wie der Wahl der Organisationsform als staatliche Einrichtung, als Personalkörperschaft des öffentlichen Rechts oder auch als Stiftung, darüber wird noch zu diskutieren sein, der Bauherreneigenschaft, des Budgets und des Lehrdeputats. Denn was für die eine Universität gilt, ist vielleicht für die andere nicht ganz der richtige Anzug. Wir hegen die Erwartung, dass diese Leitgedanken nun im folgenden Gesetzgebungsprozess Beachtung finden. Es gibt aber durchaus noch Klärungsbedarf. Herr Staatsminister, wir werden das in Zukunft gemeinsam besprechen bei der Ausgestaltung des Weges und der konkreten Maßnahmen. Vieles gäbe es noch zu beschreiben, viele Pläne auszubreiten, aber ich will es damit erstmal belassen. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese Eckpunkte für eine Hochschulreform in eine Form geschliffen haben. Und darauf aufbauend werden die Universitäten in Zukunft die Diskussion intensiv mitgestalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Professor Reitz, bitte. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Staatsminister, beide, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die bayerischen Kunsthochschulen hier stehen. Wenn Sie in das Bayerische Hochschulgesetz blicken, dann müssen Sie lange suchen, bis Sie uns überhaupt finden. Insofern ist das schon ein besonderer Moment, dass wir eingebunden sind und dass wir auch mitbedacht werden. Die Kunsthochschulen, das wissen Sie, stehen ja per se für Freiheit, Innovation und Aufbruch. Dass nun die Kunsthochschulen optional sich die neue Körperschaft zur Personalkörperschaft des öffentlichen Rechts wählen darf, ist für uns ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt in den aktuellen Eckpunkten. Wir sind in dem Fall auch daran interessiert, selbstverständlich in Bezug auf Deregulierungen und noch mehr Flexibilitäten und bürokratischen Abbau. Auch die Entscheidungsprozesse sollten beschleunigt werden. Aber bei uns stellt sich nicht die Frage nach dem Können, sondern erstmal nach dem Wollen, sondern erstmal die Frage nach dem Können. Wir sind feine, aber wir sind kleine Hochschulen und brauchen von daher in diesem Prozess eine intensive Begleitung. Wir stehen ja auch für Vielfalt in der künstlerischen Ausbildung
und sind auch ja diejenigen, die den Transfer hinein in die Gesellschaft schon sehr aktiv ermöglichen durch unsere Ausbildung, Aufführungen, Ausstellungen, Filmprojekte, Festivals etc. Das heißt, wir würden sehr gerne auch die Eigenverantwortung übernehmen, aber wir müssen genau hinschauen, was wir tatsächlich auch leisten können. Wir haben große Bedarfe, wir haben auch Bedarfsanmeldungen, die liegen auch dem Minister vor. Wir sind hier in intensiven Gesprächen und sind guten Mutes, weil das jetzt auch ein toller Moment ist, tatsächlich die Kunsthochschulen auch noch mal anders und sichtbar in die Zukunft zu führen. Aber wir brauchen, ob das bei uns im Verwaltungsraum ist oder in der Innovationsentwicklung, einfach noch andere Ressourcen. Wir sind sehr dankbar, dass die bayerischen Kunsthochschulen auch noch in die Hightech-Agenda mit aufgenommen wurden. Und hoffen natürlich, dass man auch das Potenzial, was die Kunsthochschulen gerade in der digitalen Entwicklung und auch in der technischen Entwicklung im Zusammenspiel mit der künstlerischen Ausbildung entfalten kann, in Zukunft noch stärker unter Beweis stellen können. Wir möchten als Kunsthochschulen auch im Bereich der Forschung und Entwicklung eine andere Förderung enthalten und hier auch anders für die Zukunft sichtbar sein. Vieles wurde schon genannt, wo sich die Kunsthochschulen entsprechend anhängen können. Das heißt Vereinfachung von Berufungsverfahren, das sind bei uns die Lehrdeputate, die höher liegen. Zum Beispiel ein großer Wunsch, die Verstetigung des Innovationstopfs und. In der Nachhaltigkeit und auch in den Bereichen Gender und Diversity sind wir bereits recht stark, denn die sind mitten in den Kunsthochschulen angekommen. Wir glauben, dass diese Eckpunkte und die nun, das wird noch sehr viel Arbeit werden und hoffentlich mit uns auch sehr genau begleitete Ausarbeitung in ein Gesetz für die 6 bayerischen Kunsthochschulen eine tolle Chance ist, vieles auch aus der Vergangenheit zu optimieren. Es ist ein wichtiges Signal. Wir danken allen, die bisher daran weiter und mitgearbeitet haben. Wir freuen uns auf die Weiterarbeit und hoffen, dass wir intensiv dabei sein können. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Professor Schober, bitte. Sehr geehrte Herren Staatsminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist schon angeklungen, mit der Hightech-Agenda investiert der Freistaat 2,9 Milliarden in die Hochschulen. Viel Geld, und dafür sind wir dankbar und wir sehen das auch als große Verpflichtung. Seit der letzten Hochschulrechtsnovelle aus dem Jahr 2006 hat sich die Welt verändert. Auch die Hochschullandschaft hat sich deutlich verändert. Und wir stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Deswegen ein neues Hochschulgesetz, welches die Hochschulen schneller und besser macht, welches Innovationen fördert und einen Rahmen schafft, damit wir bundesweit und international in der Champions League spielen und dort auch gewinnen. Und das, was mit der HTA in den Hochschulen investiert wird, müssen wir damit bestmöglich zur Wirkung bringen. Ich freue mich, dass das Gesetz Hochschulinnovationsgesetz heißt und damit den Auftrag der Hochschulen klar definiert, Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Innovationen, die ökologisch, ökonomisch, sozial und technologisch Werte schaffen, die den Wohlstand und den Zusammenhalt der Gesellschaft sichern. Die Hochschulen müssen eine Speerspitze für die Innovationen in Bayern sein. Und das im ganzen Land. Die 19 Standorte der bayerischen HAWs sehen das als ihre Aufgabe. Die Hochschulen müssen sich auf ihre 3 Kernaufgaben, die wurden schon genannt, im Gesetz dabei klar fokussieren, nämlich Lehre, Forschung und Transfer. Die sind wie die 3 Rotoren einer Windkraftanlage. Erst im Gleichklang schaffen sie Energie und insbesondere das letzte, den Transfer, der wird sicher eine größere Bedeutung in der Zukunft spielen. Was bedeutet das jetzt konkret für das Hochschulgesetz und für die HAWs? In der Forschung sehen wir neben der wichtigen Grundlagenforschung gleichberechtigt die angewandte Forschung. Wir müssen Erkenntnisse der Grundlagenforschung mehr denn je in die Anwendung bringen. Deshalb das Bekenntnis für den Forschungsauftrag der HAWs im künftigen Hochschulgesetz. Über die Hightech-Agenda wird dieser Forschungsauftrag mit 1100 grundfinanzierten Stellen belegt. Eine einmalige
Sache in Deutschland. Das ist ein enormer Vertrauensbeweis, dem wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften gerne gerecht werden. Ein weiterer Meilenstein für die HAW ist, der Minister hat schon erwähnt, das Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche. Damit schließen wir nicht nur mit anderen Bundesländern auf. In Verbindung mit den Forschungsstellen an den Hochschulen überholen wir sie und können das Promotionsrecht qualitativ hochwertig umsetzen. Allein über 450 Forschungsprofessuren, die die HTA an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ansiedelt, schaffen enormes Potenzial. Und das Promotionsrecht erhöht die Attraktivität der Hochschulen für den Professorennachwuchs wie auch für die Attraktivität gegenüber wissenschaftlichen Mitarbeitern, die bei uns forschen. Denn nur wenn wir wissenschaftliche Mitarbeiter sicher und qualitätsgeleitet zur Promotion führen können, werden wir sie in der Konkurrenz zur freien Wirtschaft für uns gewinnen. Und ein weiterer Meilenstein im Hochschulgesetz. Neben der Regelprofessur mit dem Fokus auf die Lehre schaffen wir an den HAWs die Forschungsprofessur, der Minister hat es erwähnt, mit einem in der Regel halben Lehr- und einem halben Forschungsdeputat. Und wir schaffen die Nachwuchsprofessur, die sich ähnlich dem Tenure-Track-Programm der Universitäten nachqualifizieren, entweder im wissenschaftlichen oder berufspraktischen Bereich und dann später eine HAW-Professur übernehmen können. Also drei Karrierewege für HAWs statt bisher nur einer. Die weiteren hochschulübergreifenden Punkte eines neuen Hochschulgesetzes begrüßen wir. Das Körperschaftsmodell, welches den Hochschulen einen konstitutiven Rahmen für mehr Autonomie gibt. Das Globaldeputat, welches Flexibilität schafft und in der Fokussierung der Hochschulen auf Lehre, Forschung und Transfer erfolgreich sein kann. Die Globalbudgets, welche den Hochschulen Flexibilität in der bestmöglichen Mittelverwendung geben. Oder die erwähnte Start-up-Förderung bis zu eigenen Beteiligungen von Hochschulen. Begleitet wird das durch eine Fokussierung des Wissenschaftsministeriums auf die strategische Steuerung der Hochschulen und den Rückzug aus der operativen Detailsteuerung. Also hervorragende Eckpunkte, ein großer Aufschlag, den wir in engem Austausch mit dem Wissenschaftsministerium weiter in der Erstellung der Gesetzvorlagen begleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Eva Lell vom Bayerischen Rundfunk. Herr Herrmann, eine Frage zu Corona. Der Berchtesgadener Landtourismus GmbH schätzt, dass 2500 Gäste heute abreisen, offenbar ungetestet. Riskieren wir da ein zweites oder der Landkreis ein zweites Ischgl? Und Herr Siebler, Punkt 5, volle Freiheit für die Binnenorganisation. Bei dieser Expertenanhörung, die angesprochen wurde, wurde ja die Befürchtung geäußert, dass es möglicherweise dann top-down geht an den Unis, dass die internen Gremien sozusagen umgangen, ausgeschaltet, lahmgelegt werden. Ist das so, wenn ich das so lese, oder ist das noch alles offen jetzt im Gesetzgebungsentstehungsprozess? Fange ich vielleicht an zum Thema Corona. Also ich denke, es ist natürlich die Verantwortung von jedem Einzelnen, wenn er in einem Bereich jetzt war, der Risikogebiet ist, sich genau zu überlegen, wo er überall war, wie hoch seine mögliche Exposition war und dann natürlich auch sich durchaus sicherheitshalber selber testen zu lassen. Herr Minister Siebler. Zur zweiten Frage. Also im Gesetz geben wir tatsächlich außer den verfassungsgebenden Rahmenstrukturen keine größeren Dinge vor. Natürlich sind wir beratend mit dabei, aber natürlich gibt es dann eben das Gespräch an den Universitäten, an den Hochschulen, wie das dann auszugestalten ist. Also das heißt nicht, dass automatisch alle Gremien abgeschafft sind, aber es gibt durchaus eine Diskussion, wie das Binnenverhältnis dann eben, weil von Hochschule zu Hochschule in einem unterschiedlichen geografischen Bereich mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen unterschiedliche Akzente gesetzt werden können. Das kann dann eben die Hochschule für sich selber ausbalancieren. Und genau an der Stelle werden wir natürlich auch, was die rechtlichen Fragen anbelangt, beraten, mit zur Seite stehen und auch mithelfen dann. Aber der Prozess als solcher ist an der Hochschule zu begleiten. Also auch das ist Teil der Eigenverantwortlichkeit. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine, bitte.
hätte insgesamt 4 Fragen, 2 zu Corona, 2 zu den Universitäten. Ich fange mal mit den Universitäten an, an die Damen und den Herrn Professor gerichtet. Sind Sie denn wunschlos glücklich oder gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht bisher nicht berücksichtigt wurde? Zweitens bietet diese Reform die Chance, die zum Teil prekäre Lage des akademischen Mittelbaus zu verbessern? Das wären meine Fragen an Sie. Und 2 Fragen an den Herrn Herrmann. Zum einen Berchtesgaden. Weiß man schon mehr über die Quellen der Infektionen, wo es hergekommen ist? Und die zweite etwas ausführlicher vielleicht zu beantwortende Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es von der Staatsregierung her Eckpunkte, wie man in ähnlichen Fällen verfährt und welche Maßnahmen sind da dann angemessen? Sind es Maßnahmen, die dann vorgegeben werden, wird nach einem Muster vorgegangen oder ist es dann in der jeweiligen Entscheidung des Oberbürgermeisters oder des Landrats? Ja, vielen Dank. Also zur Quelle könnte ich jetzt nur spekulieren. Da gibt es ja diesen Bericht, dass es wohl von der Geburtstagsfeier ausgegangen ist, aber genauere Kenntnisse habe ich dazu nicht. Möglicherweise haben das die Gesundheitsbehörden schon ermitteln können. Der zweite Punkt, wie geht es weiter? Also die Strategie ist ja klar, den Anstieg des Infektionsgeschehens weiterhin einzudämmen. Also ganz klar, Infektionen möglichst nicht entstehen zu lassen. Das heißt Distanz, Maske, dann zu erkennen, wo die Infizierten sind durch die Testungen, übrigens auch durch unsere Testzentren. Also jemand, der jetzt da wegfährt beispielsweise, wo im Urlaub war, könnte sich bei sich zu Hause, wenn er in Bayern jetzt zu Hause ist, testen lassen an diesen kommunalen Testzentren, die wir haben. Und dann natürlich, und das ist der Grund für diese Grenze 50, die so wichtig ist, das strikte Containment, das strikte Contact Tracing, das Nachverfolgen, um die Infektionsketten einzudämmen. Dort und an dem Beispiel Berchtesgaden sieht man ja, was viele eben immer überrascht, dass Gefahr im Verzug liegt bei der Seuchenbekämpfung. Also wenn man einen Zeitverzug zulässt, dann bedeutet das Gefahr. Und weil das viele einfach überrascht, dass von jetzt auf gleich dann das auf einmal explodiert, dass man heute noch eine Inzidenz von 35 hat und dann auf einmal 50, 70, zack, geht es hoch. Und diese Dynamik muss man natürlich unterbrechen. Und wenn das nicht gelingt durch die Maßnahmen, Maske, Sperrstunde und Ähnliches, dann sind Maßnahmen, wie sie jetzt in Berchtesgaden ergriffen wurden, die richtigen. Denn es geht darum, dann letztlich Kontakte zu verhindern. Das bedeutet, weniger Leute treffen sich. Das bedeutet, so wie die einzelnen Maßnahmen halt alle ergriffen wurden. Das heißt, Veranstaltungen können nicht mehr stattfinden und so weiter. Das ist das Schema, das erprobt wurde, zuallererst in Tirschenreuth, ganz am Anfang, dann landesweit und dann konnte man das alles lockern, weil wir dann deutlich niedriger waren und jetzt muss man es halt dort einsetzen, wo der Eindruck entsteht, es läuft aus dem Ruder. Und zwar natürlich immer mit dem Ziel, derartige Maßnahmen flächendeckend zu vermeiden und zu verhindern. Es ist nach wie vor das Ziel, die Schulen, die Kitas, das normale Arbeitsleben offen zu halten. Das bedeutet aber umso mehr Vorsicht, umso mehr Umsicht, umso mehr Rücksichtnahme in allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Fragen zur Hochschule. Wer möchte den Anfang machen? Gerne. Ja, wenn ich den Anfang machen darf. Wir reden schon länger über eine Hochschulreform. Sie haben es meinen Ausführungen vorhin schon entnehmen können. Es ist natürlich klar, dass eine solche Hochschulreform einer solchen Dimension nicht an einem Tag gemacht wird. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Hinter uns dreien stehen 400.000 Studierende und über 30.000 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine Zahl, die man auch im Hinterkopf haben sollte, wenn man an eine solche Reform geht. Die müssen alle in gewisser Weise ja mitgenommen werden in die neue Zeit.
Grundsätzlich sind wir uns einig. Also wir wollen tatsächlich internationaler werden, wir wollen schneller werden, wir wollen vieles beschleunigen. Das ist jetzt hier schon mehrfach zum Ausdruck gekommen. Natürlich gibt es in der Feinabstimmung noch einiges zu klären. Zum Beispiel diese Frage nach der Option, Sie hatten das vorhin schon gehört, Körperschaft, Stiftung oder aber staatliche Institution. Da muss man jetzt auch noch mal in die Universitäten hineinhören. Wir haben diesen Prozess so noch gar nicht wegen Corona ausgestalten können. Das würden wir aber in Zukunft natürlich auch intensiver betreiben. Wir müssen uns die Frage nach den Gremien natürlich auch noch mal hausintern stellen, denn da wird sicherlich jede Universität auch ein bisschen anders denken. Uns ist natürlich klar, dass die Träger der Wissenschaftsfreiheit angemessen berücksichtigt werden müssen in diesem Prozess. Auch da müssen wir die Leitplanken erstmal selber definieren. Das wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, aber wir haben heute den Startschuss für diese Entwicklung gegeben und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit zu einem guten Ergebnis kommen. Ich kann gerne gleich weitermachen für die Kunsthochschulen. Das hatte ich auch schon versucht zu vermitteln. Ist es eine etwas andere Situation? Wir sind sehr kurz erst dabei in diesem Prozess. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir überhaupt auch im Prozess jetzt aufgenommen wurden. Aber wir verbinden damit große Hoffnungen. Zum einen auch Probleme aus der Historie, weil eben die Sonderstellung der Kunsthochschulen, die Vielfalt in ihrer künstlerischen Ausbildung einfach auch immer einen anderen Umgang benötigte, dass wir jetzt Fehler im Grunde ausmerzen können, dass wir in diesen Prozess sehr klug einsteigen können. Und das große Potenzial, was in Kunsthochschulen gerade in diesen Zeiten liegt, auch voll ausschöpfen. Und ich bin guten Mutes, jedenfalls die ersten Gespräche, die wir geführt haben, jetzt klingen für uns gut. Gut, die Eckpunkte gehen in die richtige Richtung. Also das heißt, von daher sind wir als die HAWs mit den Eckpunkten zufrieden. Wir werden in den Details sicher dann in intensiven Diskussionen mit dem Ministerium das eine oder andere ausarbeiten. Da müssen wir Interessen zum Ausgleich bringen. Aber vom jetzigen Ansatz her ist das ein großer Aufschlag in die richtige Richtung, mit dem wir zufrieden sind. Zu dem wissenschaftlichen Mittelbau. Ich denke, hier haben wir von den HAWs, die ja jetzt erst einmal den wissenschaftlichen Mittelbau aufbauen. Wir haben ihn bisher Drittmittel finanziert, jetzt wird er dann eben entsprechend auch grundfinanziert aufgebaut werden. Da haben wir positive Entwicklungen. Es wird jetzt diese Nachwuchsprofessur geschaffen, die entsprechend auch eine Entwicklungsmöglichkeit des wissenschaftlichen Mittelbaus darstellt. Wir haben für unsere Wissenschaftler die Möglichkeit, neben den Kooperativen und Verbundpromotionen auch eigenes Promotionsrecht zu nutzen. Also auch hier können wir Attraktivität schaffen und von daher sind wir sehr zufrieden mit dem, was jetzt vorliegt. Vielleicht eine kurze Ergänzung. Erstmal herzlichen Dank für die Einschätzung, was die Nachwuchsförderung anbelangt. Ich will nochmal auf die vielen Stellen hinweisen, gerade diese 1240 KW-Stellen. Das sind eigentlich noch Stellen, die damals für den doppelten Abiturjahrgang geschaffen worden waren, die wir jetzt etatisieren können. Man ging davon aus, dass das mit dem doppelten Abiturjahrgang ein einmaliger Peak sein wäre. Dieser Peak, diese Spitze hat sich nach 2011/12 zum Plateau entwickelt und wir haben hier, die Frau Dürig-Manteuffel hat es gesagt gehabt, in den letzten Jahren das Hochwachsen zu den rund 400.000 Studentinnen und Studenten mitgehabt. Diese 1240 Stellen jetzt sicher zu haben, grundfinanziert zu haben, führen dazu, dass wir deutlich weniger zeitliche Befristungen haben werden. Zeitliche Befristungen gehören ein Stück dazu im akademischen Umfeld, gerade wenn es um Qualifizierungsstellen geht. Aber durch diese Verstetigung der Stellen und die vielen neuen Stellen gibt es natürlich viel, viel bessere Perspektiven. Zum einen für die Menschen, die an den bayerischen Hochschulen ausgebildet werden, aber für jene, die von auswärts und international kommen. Also mehr Planungssicherheit, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist diese 1240 KW-Stellen habe ich mit dem Herrn Emmer, mit dem Vertreter vom akademischen Mittelbau, sehr viel diskutiert. Ich glaube, ich darf sagen, dass er sich sehr gefreut hat über diese Nachricht. Das unterstreicht das ein gutes Stück, dass wir hier wirklich sehr viel mehr Planungssicherheit und Perspektive haben. Und das in einer Zeit, wo es im anderen wirtschaftlichen Umfeld ja eher ein bisschen rauer werden wird im Winter. Also von daher ist die Hochschulpolitik hier in dem Fall ein stabilisierender Faktor.
dass Wirtschaftspolitik dagegen auf Standort und Stabilitätspolitik, das hilft auch sehr, sehr gut an dieser Position und hilft eben auch in der Zeiten von Unsicherheit ein Stück Sicherheit zu bieten. Neben dem, dass wir natürlich aus den Hochschulen raus diesen Wumms auch für die wirtschaftliche Entwicklung haben möchten. Andreas Glas, Süddeutsche Zeitung. Ich habe zunächst mal eine Frage an Sie, Herr Siebler, und zwar zu einem Begriff, der in diesem Papier auftaucht, beim Promotionsrecht. Das gilt ja so ein bisschen als die heilige Kuh. Sie leider ganz schlecht. Echt? Ja. Vielleicht können Sie ein bisschen besser rein. Besser? Jetzt. Besser. Okay. Das Promotionsrecht gilt ja so ein bisschen als die heilige Kuh der Universitäten. Wer entscheidet denn, was ein forschungsstarker Bereich ist? Und dann zwei Fragen an Sie, Herr Herrmann. Der Ministerpräsident hat ja ein Update für die Corona-App gefordert, um die Wirkung zu verbessern. Können Sie uns sagen, wie er oder wie vielleicht auch Sie sich dieses Update vorstellen? Und dann noch mal eine Frage zu den Kriterien, wann jetzt ein lokaler Lockdown greifen würde. Also es gibt jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da jetzt keine Lockdown-Marke, so wie bei der Ampel, zum Beispiel, sondern es geht vor allem darum, ob die Zahlen noch nachvollziehbar sind oder nicht. Oder ist in der Richtung auch irgendwas angedacht, dass man vielleicht nochmal eine Marke einzieht weiter oben? Vielleicht ganz kurz zur Promotion. Im Endeffekt wird es natürlich das Ministerium sein, aber nicht als Machtvollkommenheit, natürlich im Dialog mit den Verbünden. Wir werden natürlich Kennziffern, Kennzahlen entwickeln, dass das rational und objektiv nachvollziehbar ist. Vielleicht ziehen wir auch die Forschungsgesellschaften mit dazu. Das sind alles Dinge, die da überlegenswert sind. Letztlich setzen muss natürlich das Ministerium machen dann, aber natürlich in Kooperation und auf Basis von objektivierbaren und nachvollziehbaren Zahlen und Messkennzeichen. Zu den Corona-Fragen. Erstens zur App. Da war mein Eindruck, dass das dem Ministerpräsidenten wichtig ist, den Mehrwert, den die App bringen kann, in den Fokus zu rücken. Und dafür ist halt die Voraussetzung, dass sie einfach auch noch breiter genutzt wird und die Funktionalitäten so sind, dass man diesen Mehrwert einfach besser nachvollziehen kann. Wie das dann technisch im Einzelnen ist, das werden sich die Entwickler überlegen. Und nachdem ich sowieso auch jeden dritten Tag ein Update habe von der App, gehe ich davon aus, dass da ohnehin auch weiterentwickelt wird. Ich glaube nach wie vor dran, dass es eine Funktion haben kann. Aber notwendig ist halt schon, dass es sehr, sehr viele Leute auch drauf haben, damit gerade jetzt, wenn Inzidenzwerte steigen, da müssten ja eigentlich auch logischerweise mehr Warnungen ankommen, weil ja potenziell deutlich mehr Leute rumlaufen, die dann irgendwann eingeben, ich habe einen positiven Test. Und das scheint nicht so optimal zu laufen. Jedenfalls ist das unser Eindruck. Und das Zweite für den lokalen Lockdown, es gibt da keine extra Marke jetzt sozusagen, eine andere Zahl oder irgendwas, sondern es ist einfach zu erkennen gewesen, dass sich diese hohe Inzidenz auf 50, wo man ja dann wirklich Maßnahmen ergreifen muss, um es einzudämmen, immer weiterentwickelt hat. Und da muss man halt irgendwann entscheiden, in der Abwägung ist es dieser ganzen Faktoren, die da immer wichtig sind. Also erstens die schiere Zahl dieser Weiterentwicklung und dann natürlich immer die Frage, ist es begrenztes Geschehen oder eher diffuses Geschehen? Und vor allem, wenn es diffuses Geschehen ist, wenn es wirklich jetzt im Grunde kreuz und quer durch den Landkreis sich zieht, dann besteht halt die Gefahr des Kontrollverlusts relativ bald und deshalb ist dann die Maßnahme erforderlich. Also kein Automatismus, keine Marke, sondern eine fachkundige, sachkundige, inhaltliche Abwägung. Kommen wir zur letzten Frage, Alexander Kein, Passauer Neue Presse, bitte. Herr Herrmann, ich habe mal drei Fragen zum Thema Corona. Sie haben ja die Nachverfolgung und deren Wichtigkeit betont. Darf ich Sie so verstehen, dass die Nachverfolgung nicht mehr möglich war, weil nicht mehr genügend oder noch nicht genügend Kapazitäten dazu aufgebaut waren in Bad Reichenhall? Die zweite Frage, wie erklären Sie sich, dass Bayern nach einem Dreivierteljahr sehr strikten Corona-Kurs keine signifikant besseren Situationen hat als andere Bundesländer? Woran liegt das? Und die dritte Frage, es gibt ja auch ein Mitglied der Staatsregierung, das aus dem Bereich
Bad Reichenhall, wo jetzt der Lockdown ist, kommt. Welche Regelung innerhalb des Kabinetts gibt es jetzt eigentlich hier? Wird die Ministerin noch eingeladen in die Kabinettssitzungen? Wird sie zugeschaltet? Muss sie in München bleiben und darf nicht mehr nach Hause? Wie ist eigentlich da die Regelung? Gut, also erstens zur Frage Nachverfolgung. Es ist klar, wenn die Zahlen steigen, kann man sich ja leicht ausrechnen, je nachdem, wie viel man als durchschnittliche Kontaktzahl so rechnet. 26 habe ich mal wo gelesen, selbst wenn es nur 10 sind. Wenn Sie 50 haben, sind schon wieder 500, die man irgendwie kontaktieren muss etc. Das heißt, da stößt man dann irgendwann an die Grenzen. Deshalb haben wir ja auch insgesamt, das war aber letzte Woche schon im Kabinett, letzten Dienstag, die CTT, Contact Tracing Teams, quasi grundständig verstärkt, was das Personal an den Gesundheitsämtern betrifft und insgesamt aus den übrigen Beamtenbereichen noch einmal zusätzliche Leute akquiriert, die halt jetzt auch tatsächlich eingesetzt werden müssen, inklusive der Themen, die der Bund ja MPK-Beschluss drin hat, nämlich die auch mit Einsatz der Kräfte der Bundeswehr, um halt einfach genau das gewährleisten zu können. Wie die konkrete Situation jetzt bei der Contact Tracing in Berchtesgaden war, das habe ich keine Kenntnis dazu. Müsste man mit den dortigen, mit dem Gesundheitsamt besprechen. Frage signifikant besser, signifikant schlechter. Also ich persönlich glaube, dass bei der hohen Dynamik des Infektionsgeschehens diese Vergleiche relativ wenig bringen, weil das immer nur Momentaufnahmen sind. Also wenn man die tatsächliche Dynamik aktuell abliest, da ist Bayern irgendwo im Mittelfeld. Also wir sind da nicht an der Spitze. Das kann sich aber auch immer wieder ändern. Und wenn man sieht, es gab Bundesländer, die waren quasi verschont. Ja, wenn man es vergleicht mit uns, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, da waren die quasi verschont. Und da zieht es aber jetzt auch an. Also sprich, das ist einfach das Problem dieses Infektionsgeschehens, dass man da sehr auf der Hut sein muss. Und ich finde, wir haben es halt schon über die letzten Monate sehr, sehr stark drücken können. Sehr stark drücken können. Aber natürlich gibt es internationale, weltweite Entwicklungen und da wäre es naiv zu glauben, dass wir, wenn man jetzt das vergleicht mit Tschechien, mit unseren Nachbarstaaten etc., dass wir dann komplett verschont blieben. Wobei es trotzdem nach wie vor schon bemerkenswert ist, dass wenn Sie diese Europakarte nehmen, Deutschland insgesamt aktuell noch relativ im Vergleich zu den anderen, die sehr rot bis dunkelrot sind, eher heller gefärbt sind. Was nicht heißt, dass wir uns ausruhen dürfen, sondern was genau das heißt, was die Ministerpräsidenten letzte Woche beschlossen haben mit der Kanzlerin, was wir dann am Donnerstag beschlossen haben, was jetzt für Berchtesgadener Land konkret angeordnet wurde, nämlich höchste Vorsicht, höchste Alarmbereitschaft, um wirklich immer einzugreifen, damit es einem eben nicht aus dem Ruder läuft. Und dann würde ich sagen, gelten natürlich nach wie vor die Faktoren, die für Bayern und für andere Bereiche, die man vergleichen kann, ähnlich sind. Also natürlich Ballungsräume, natürlich hohe Mobilität in der Bevölkerung. Daran, also so erkläre ich mir es, auch wenn man vergleichbare Bereiche, Rhein-Main-Gebiet, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, überall dort, wo hohe Mobilität ist, auch Reiseverkehr natürlich, dort ist der immer wieder neue Eintrag und immer wieder neues Aufflammen einfach klar wahrscheinlicher und naheliegender als in einem Bereich, wo halt sowas alles nicht stattfindet. Das war von vornherein so, Grenznähe, Reiseverkehr und so finde ich, dass wir uns aber im Vergleich und auch was die Dynamik betrifft, wenn Sie es mal vergleichen jetzt mit anderen Großstädten, klar in so einem Mittelfeld sind, was ich als gutes Zeichen sehe, dass wir es halt nach wie vor im Griff behalten können, wenn wir konsequent unsere Maßnahmen ergreifen. Ach so, die Kollegin Kaniber. Also da kann ich jetzt nichts Konkretes dazu sagen, weil das natürlich auch Ihre eigene Angelegenheit ist. Aber also rein faktisch oder rein rechtlich ist es natürlich so, dass man trotz der Ausgangsbeschränkungen, die Berchtesgaden verhängt hat, seiner Arbeit natürlich nachgehen kann.
Also sprich, das ist jetzt so, wie andere in ihre Arbeit gehen können, können sie es natürlich auch tun. Aber auch für Minister gilt immer höchste Umsicht und Vorsicht. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, lieber einen Test machen lassen. Aber das sind natürlich persönliche Fragen, die Sie mit ihr direkt besprechen sollten. Wenn ich nachfragen darf, Schüler dürfen ja nicht auf Schulen in anderen Landkreisen. Bitte? Schüler aus Berchtesgaden dürfen nicht in Schulen in anderen Landkreisen. Aber wer Minister ist, darf schon in andere Landkreise. Mhm. Das weiß ich nicht. Also das haben Sie jetzt mich gefragt. Ja, nee, das weiß ich nicht. Also die Schulen im Landkreis Berchtesgadener Land sind geschlossen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Auswirkungen hat auf andere Landkreise, weil die haben ihre Schulen ja offen. Aber das müsste man noch einmal abklären mit dem Kultusministerium. Das weiß ich jetzt nicht. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich herzlichen Dank und schließe die Pressekonferenz. Mhm.